Jetzt kommen wir zu einem richtigen Machtwort. Schluss, aus, vorbei. Der Kanzler hat jetzt mal deutlich auf den Tisch gehauen und damit ein für alle Mal den AKW-Streit zwischen Robert Habeck und Christian Lindner beendet. Drei deutsche Kraftwerke bleiben bis zum 15. April 2023 am Netz. Genau, so hat es der Kanzler jetzt entschieden, und zwar per Richtlinienkompetenz. Ein richtig deutsches Wort, eine knallharte Klatsche für den Wirtschaftsminister. So etwas macht ein Kanzler nur einmal. Olaf Scholz hat das AKW-Machtwort gesprochen, macht Gebrauch von seiner Richtlinienkompetenz als Kanzler und brüskiert somit die Grünen. Die drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke laufen bis ins neue Jahr weiter, längstens bis zum 15. April. In einem Brief an seinen Minister erklärt der Kanzler, Zitat, es werde die gesetzliche Grundlage geschaffen, um alle drei AKWs, Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland, über den 31. Dezember 2022 hinauslaufen zu lassen. Der Kanzler beruft sich auf seine Richtlinienkompetenz. Erstmals in der Ampelkoalition. Ein Scholz-Machtwort mit Knalleffekt. Monatelang hatten die Ampelparteien heftig über längere AKW-Laufzeiten gestritten, vor allem Grüne und FDP. Ein Geheimgipfel von Scholz, Habeck und Lindner am Sonntag endete ergebnislos. Die von Scholz getroffene Entscheidung sei ein Weg, mit dem ich gut arbeiten und leben kann, sagte der Wirtschaftsminister am Montagabend in den ARD-Tagesthemen. Er werbe dafür, dass dieser Weg zu Ende gegangen werde. Dabei ist die Scholz-Entscheidung für die Grünen und Wirtschaftsminister Habeck eine Klatsche. Denn die Grünen hatten erst auf dem Parteitag am Wochenende einen Weiterbetrieb des Meilers Emsland über das Jahr 2022 hinaus ausgeschlossen. Doch nur einen Tag nach dem Ende des Bundesparteitags erklärt der Kanzler den grünen Beschluss jetzt für nichtig. Drei Kraftwerke sollen bis 2023 weiterlaufen, auch Emsland. Bei der FDP sorgt die Scholz-Entscheidung für Jubel. Die Vernunft setzt sich durch, kommentiert Justizminister Marco Buschmann das Scholz-Machtwort auf Twitter. Der befristete Weiterbetrieb aller drei AKWs sorge für mehr Netzstabilität und niedrigere Preise. Die FDP hatte sich sogar für einen Weiterbetrieb der drei Atomkraftwerke bis 2024 ausgesprochen. Doch das Kanzlermachtwort reicht den Liberalen vorerst. Der Union hingegen reicht das Kanzlermachtwort noch nicht. Ist das alles, fragt CSU-Chef Markus Söder auf Twitter. Was für eine Enttäuschung. Das Problem ist nur vertagt. Und weiter, die Gefahr eines Blackouts im kommenden Jahr bleibt bestehen. Sprechen wir darüber, und zwar mit Bild-Politikchef Jan Schäfer. Jan, guten Morgen an dich. Richtlinienkompetenz, das ist ja wie gesagt so ein sehr deutsches Wort. Was bedeutet das und wie oft kann Kanzler Scholz eigentlich diese rote Karte ziehen? Ja, dieses Wort stammt aus der Geschäftsordnung der Bundesregierung, ist gleich ganz am Anfang vermerkt und bedeutet, dass am Ende der Bundeskanzler vorgibt, wie die Regierung zu entscheiden hat und was Politik der Regierung ist. Das ist eigentlich relativ logisch. In dem Fall muss man sagen, hat der Bundeskanzler etwas vorgegeben, was am Ende aber, das wird mutmaßlich am Freitag dieser Woche passieren, vom Bundestag noch beschlossen werden muss. Und was hat der Bundeskanzler gestern, wir haben es im Beitrag gerade schon gesehen, dann per Richtlinienkompetenz angeordnet. Er möchte, dass alle drei Kernkraftwerke über den Silvestertag hinaus weiterlaufen bis Mitte April. Bisher war es ja so, und das muss der Bundestag jetzt dann auch beschließen, dass die drei Kernkraftwerke zum Jahreswechsel abgeschaltet werden. Das will man angesichts der Energiekrise nun verhindern. Und deswegen dieses Machtwort, diese Richtlinienkompetenz. Denn wir wissen, es gab großen Streit zwischen FDP und Grünen in der Frage, wie geht's denn nun weiter? Ja, nun hat sich Markus Söder ein bisschen enttäuscht gezeigt. Er hat getwittert, auch so eine Enttäuschung, das Problem ist jetzt nur vertagt. Ist das so? Ist das Problem nur vertagt? Ja, das Problem ist nur vertagt. Wir werden uns, abgesehen davon, dass wir in dieser Woche noch viel darüber sprechen werden, sicherlich in wenigen Wochen, das ist meine Prognose, spätestens Anfang des nächsten Jahres erneut darüber unterhalten, wie es denn nun weitergeht. Denn klar ist, wir brauchen zur Stromerzeugung derzeit auch viel Gas. Wir wissen aber, Gas ist knapp. Und wir wissen auch, dass die Kernkraftwerke zurzeit zur Stromproduktion ungefähr 7-8% beitragen. Wenn wir also davon ausgehen, dass die Gasspeicher im Winter, weil da viel Gas benutzt wird, über den Winter immer leerer werden, wir vielleicht im Februar in einer Situation sind, in der das Gas wirklich sehr, sehr knapp ist, dann stellt sich doch ganz logisch die Frage, warum schalten wir dann gleichzeitig eigentlich noch Kernkraftwerke ab, die ja CO2-neutral sind, um dann zusätzliches Gas oder auch vielleicht zusätzlich dreckige Kohle zur Stromerzeugung zu benutzen. Das erschließt sich nicht, und entsprechend groß war der Jubel ja gestern auch bei der FDP, die ja für eine Laufzeitverlängerung bis 2024, einige sagen sogar darüber hinaus noch ist. Die hoffen natürlich jetzt, dass im Winter, Ende des Winters genau eine solche Situation eintritt und man dann über die Frage reden wird, lassen wir die Kernkraftwerke noch länger am Netz.
Die FDP, die freut sich, die Grünen, insbesondere Robert Habeck, mit Sicherheit nicht. Trotzdem ist das, diese Klatsche noch einigermaßen gesichtswahrend für ihn. Ja, ob das jetzt gesichtswahrend ist, das weiß ich gar nicht. Also Robert Habeck steckt da jetzt schon politisch gesehen extrem in der Klemme. Man hat das gestern Abend und den Einspieler haben wir ja gesehen, auch in einem Interview gesehen, das er gegeben hat. Er wirkt extrem zerknirscht. Er ist sicherlich von den Grünen noch einer der wenigen, der diesen Kompromiss am ehesten mittragen kann und wahrscheinlich auch von Anfang an mittragen wollte. Es gibt jetzt viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Es gibt die Anti-AKW-Hardliner in der Partei wie Jürgen Trittin, die ja schon gestern direkt gesagt haben, nein, 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 so geht das nicht. Da werden wir jetzt noch viel diskutieren müssen. Da ist sicherlich auch ein bisschen Showtheater dabei. Faktum ist trotzdem, die Grüne Partei war bis Sonntagabend oder muss eigentlich sagen bis gestern Abend auf einem völlig anderen Trip. Und sich extrem sicher, dass die Kernkraftwerke mindestens eins zum Ende des Jahres abgeschaltet wird und dann die anderen beiden im April abgeschaltet werden. Diese Gewissheit, die ist seit gestern Abend komplett dahin und das treibt die Grünen halt auch extrem um und ist deswegen als politische Klatsche für Robert Habeck und die Partei zu deuten. Zumindest ist es aber mal für das Volk ein Signal, dass die Ampel sich auch noch mal in irgendeiner Form irgendwie zusammenraufen kann, zumindest wenn der Kanzler dann mal ein Machtwort spricht, dass man dann auch mal ein Ergebnis bekommt. Ja, das werden wir sehen, ob die Ampel sich wirklich zusammenrauft. Also das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, dass die Arbeit in der Ampel eher noch viel, viel ruppiger und unausgeglichener wird und dass der Streit und der Zoff eher noch zunimmt. Denn klar ist, hier wurde von oben jetzt oktroyiert, was die Grünen zu tun haben. Also du meinst, Robert Habeck lässt sich das nicht lange gefallen? Da wird es ein Rückspiel geben. Das ist natürlich erstmal ein kleiner Sieg für die FDP, die das ja ungefähr so wollte, was jetzt entschieden wurde. Für die Grünen ist es eine Klatsche. Ihr habt es ja auch gesagt, wir haben es im Beitrag gesehen. So, und in der Politik ist es immer so, eine Klatsche lässt man auch gerade als Alpha-Minister, der Robert Habeck, ist ungern auf sich sitzen. Das heißt, da wird es ein Rückspiel geben. Und wir werden ein Ping-Pong erleben von Blockaden auf beiden Seiten der Koalitionspartner, also einmal FDP und Grünen. Das wird sich jetzt durchziehen. Und es gibt ja auch das geflügelte Wort von Müntefering, einer großen, großen SPD-Ikone, der gesagt hat, wenn ein Kanzler eine Richtlinienkompetenz nutzen muss, dann ist die Koalition, die er führt, eigentlich am Ende. Und ehrlicherweise sehen wir das jetzt 10 Monate nach Start dieser Ampel, nach dem offiziellen Start, muss diese Richtlinienkompetenz das erste Mal vom Kanzler genutzt werden, was nichts anderes beweist. Da sind die Gemeinsamkeiten und vor allem die Fähigkeit, sich in einem harten Streit zu einigen, aufgebraucht und nicht mehr da. Das sind keine guten Aussichten, Jan Schäfer. Dankeschön für deine Einschätzung.